Und die Musik ist halt einfach nice. Weiter geht's. Ich glaube, irgendein Typ, der auch an Star Wars Musik gearbeitet hat, hat die Musik hier gemacht. Aha. Da ich Star Wars nie geguckt habe, weiß ich nicht, was da für Musik läuft. Ja. Ich glaube, das war auch irgendwie nur die Musik für einen Trailer der neueren Filme, irgendwie sowas. Okay. Aber die Musik in dem Trailer alleine soll wohl sehr gut gewesen sein. Aber ich bin auch kein Star Wars-Fan. Habe ich irgendwie nie geguckt, weiß ich nicht. Ja. Ich weiß noch, damals in der Schule, da haben sie mal alle drüber geredet. Wirklich. Ja. Auch so Terminator habe ich nie geguckt. So, wir machen jetzt fürs erste Loch alte Strategie. Einfach rein da. Ja. Okay. Weil das hat besser funktioniert, weil ich dann Schwung hatte, um auch wegzukommen vielleicht. Mhm. Ich sag mal, ich kann ja auch ein bisschen näher ran, so ist es nicht. No. Der ist ja nicht gleich hier vorne. Du kannst ja vorher deine Flugbahn immer gucken mit deiner Sonde. Ja, nicht gut. Geht. Und jetzt einfach durch den Kaviar Drive-Thru. Ja. So. Jetzt müssen wir ganz vorsichtig erstmal rein hier. Oder jetzt schon mal? Ja. Anvisieren und fliegen? Ja. Wobei du wahrscheinlich beim Ladeding dann aber eh langsamer gemacht wirst. Würde mich direkt hinführen. Ja. Das wird jetzt dauern. Ja, dann dauert das jetzt. Ja. Ist okay ja. Für mich. Ich sehe auch, ne, Fortschritt mit den Metern. Ja. Wie fühlt er sich gerade? Was denkst du? Wie fühlt er sich da gerade in seinem Cockpit? Der Dude, Er hat wahrscheinlich Panik, weil er denkt, oh shit, oh shit, oh shit. Jetzt bloß nicht furzen oder so. Hätte er Panik? Er hat ja das Wissen der Zeitschleife. Ja, nee, ich glaube, er hatte keine Panik, weil die einzigen Geräusche, die er immer macht, ist beim Sterben. Und das impliziert ja, dass er eigentlich ziemlich chill ist. Weil sonst würde er jetzt schon anfangen zu stammeln und murmeln und oh Gott, Hilfe. Ja. Ja, interessanter Punkt. Ich weiß, dass ab irgendwo, vielleicht hätte ich mir die Meter merken sollen, keine Dinger mehr waren. Hm. Das heißt, irgendwann dürfte ich wahrscheinlich nochmal Schub geben. Du könntest auch, weil ich weiß, das Ding macht keine Geräusche, warum auch immer. Du könntest auch die Sonne zurückrufen, schießen und dann die Hinterrückskamera machen, während das Ding wegfliegt. Dann müsstest du ja hinter dir so ein bisschen die Dudes sehen. Ich riskiere jetzt gar nicht. Aber vertrau mir nicht. Nee, ich riskiere jetzt gar nicht. Ich sehe die Dinger schon. Die Frage ist nur, bringt das überhaupt irgendwas? Das ist immer die Frage, ja. Wahrscheinlich nicht. Kannst du jetzt Fotos machen, um gucken, wo du bist? Werde ich das lassen? Ein Punkt wird sein. Ich glaube, du kannst auch einfach die Taste einfach drücken, R1. Dann musst du nicht mal bewegen. Da, das bin ich. Hm. Sieht aus wie Raumschiff. Würde Sinn ergeben. Ja. Aber Digga, da hängt ja nicht das Gefährt hier unten bei dem Kaviar. Weißt du, wie man das Ding nennen könnte? Dein Gefährt? Baumschiff. Baumschiff? Nicht Raumschiff, Baumschiff. Scheiße, eigentlich hast du recht. Mach mal einen Schnappschuss. Da ist er. So, aber was will ich jetzt hier?
Die leuchten. Ne, die leuchten nicht. Das ist nur mein Licht. Das, genau, würde ich gerade sagen. Stell dir mal vor, da kommen überall diese Anglerfische raus aus den Eiern. Junge, ey. Dann ist das Universum aber vorbei. Ja. Tja. Fucking nothing. Jetzt habe ich mich echt hier durchgekämpft und krieg nicht mal ein Achievement. Vielleicht findest du von hier aus irgendwo das Gefährt, keine Ahnung. Aber wonach müsste ich denn jetzt gucken? Eigentlich nur nach Licht und dann schießen und hoffen, oh boy. Schon mal kein gutes Licht. Das Ding ist, ich darf mich eigentlich auch nicht drehen, oder? Oder? Weiß ich nicht. Anscheinend doch, anscheinend kann man sich drehen. Kommt der näher? Oder bewege ich mich auf ihn zu? Nee, du bewegst dich, glaube ich, nicht. Aber warten solltest du auch nicht. Das ist jetzt die Sache. Da können wir mal rein. Dahin? So. Was sagst du? Ja, versuch. Aber für den nächsten Run wissen wir schon mal, zum Roten müssen wir anscheinend nicht. Ist das schon das neue Level? Ich glaube, ne? Hm. Kannst du den da direkt rein aimen? Nice. Brems mal lieber nicht. Okay. Fliegt die jetzt unendlich ja. Her? Okay, also da müssen wir auch schon mal nicht rein anscheinend, sonst drehen wir uns im Kreis. Mehr sehe ich aber auch nicht. Hm. Was ist, wenn wir es durchs andere Loch hier schicken? Das ist egal, weil das immer der gleiche Knotenpunkt ist. Möglich? Scheint so, ja. Kommt's wieder? Ja. Also es ist immer der gleiche Knotenpunkt. Wir würden immer wieder hier rauskommen. Und wenn hier jetzt kein anderes Licht ist, dann kannst du eigentlich nur wieder rausgehen, komplett. Okay. Wie soll ich denn jetzt mit der Alarmanlage da an dem Auto hier an keine Geräusche machen? Ja. Richtiges Horrorspiel, ey. Ja. Junge, was war das denn? Ist gerade irgendwas an meinem Auto explodiert? Ich glaube schon. Hat man ein Zeitlimit bei manchen Reparaturen? Ich weiß doch gar nicht, was kaputt war. Gut, also zum Roten müssen wir schon mal nicht. Ich finde das aber auch ein bisschen dreist, dass er dir nicht mal. Das sieht nice aus. Dass er dir nicht mal einen Schiffslock gegeben hat, als du da warst. Ja. Oder? Vielleicht hast du ja eins bekommen. Dann müssen wir mal reingucken. Aber steht da nicht immer Schiffslock aktualisiert? Müsste eigentlich. Und ich habe auch drauf geachtet, glaube ich, aber. Achso, dann gucken wir mal. Nichts. Hm. Dreist. Also hier oben würde mir halt auch noch was fehlen. Von wo aus geht das?
Aber ich... Oh, nee. Was ist das? Der wandernde Fels. Ist das der Mond? Nee. Einfach nur ein Fels vom Mond, der wandert. Der in der Seegrundhöhle drin ist. Und da fehlt dir noch was. Wo ist denn die Seegrundhöhle? Auf dem Marsplaneten. Der auseinanderbröckelt? Ne, der Zwillingsplanet. Ach so. Der weiß ich nicht. Also wenn du das jetzt wirklich erstmal abbrechen willst mit dem, mit den Fischen, ja, dann, ja, eine der Sachen. Das ging ja auch nicht. Das habe ich auch nicht rausgefunden, was die damit meinen. Ja, da habe ich mittlerweile eine Idee zu, die du, glaube ich, auch schon mal geäußert hattest. Mit der Sonne? Ja. Ha. Aber es hat ja nicht funktioniert. Richtig. Beim ersten Mal. Meinst du, dass er zwei Runden drehen muss? Im schlimmsten Fall sogar drei innerhalb von 24 Minuten oder 22 oder wie lange das dauert. Aber hat der so eine kurze Umlaufbahn, dass der das schaffen würde in der Zeit? Hat so eine elliptische. Also es sind 24 Minuten immerhin oder 20. Ja gut, weiß ich nicht. Ja. Und man könnte ja dann vielleicht erstmal die Seegrundhöhle machen, Zeit vergeuden und dann, wenn man dann noch lebt, könnte man nochmal auf den Eiskometen. Ja, einen Versuch mache ich jetzt hier noch. Ja. Also Zwilling erstmal. Das war der, von dem das ab nicht abläuft, auf dem das draufläuft. Richtig, ne? Weil ja. Die Höhle dann ja genau zugeht. Und die Höhlen, die waren dann wahrscheinlich da irgendwo, wo das Schiff auch abgestürzt oder die Rettungskapsel abgestürzt ist. Ja. Put. Wo seid ihr denn? Da sind sie. Wenn du, ich sag mal, so ein bisschen frustriert bist, weil du keinen Progress machst, soll ich dann einfach ohne Vorwarnung deutlicher werden in Hints und Hinweise? Da muss ich schon sehr frustriert dann sein. Okay. Er fliegt da jetzt auf jeden Fall schon einmal mindestens rum. Ich glaube, da wo das Licht ist, ist die Rettungskapsel. Und da müsste, war dann ja, glaube ich, auch direkt der Höhleneingang. Dahinter irgendwie, ne? Da. Ja. Oder? Glaube nicht, aber ich glaube, alle Wege führen irgendwie nach Rom. Ich kann da sich mal die Beine ausstrecken hier von dem ganzen Fliegen, ey. Ja. Da war gerade ein Fels, der weg war. Da ist er wieder. Ja, aber hier waren wir doch schon, oder? Ja, aber gibt hier halt noch mehr zu finden. Die Story war ja irgendwie, dass hier ein Dude verschwunden ist. Freunde, wenn ihr auf der Spur nach von Kolios findet, dann sagt mir bitte umgehend Bescheid. Er ist einfach spurlos verschwunden während unserer Forschungsreise und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Melore, ein paar Leute aus der sonnenlosen Stadt sind hier, um euch bei der Suche nach Kolios zu helfen. Kannst du uns mehr über die Expedition erzählen?
Du hast meinen tiefen Dank. Bohr, Kolios und ich haben die geologische Beschaffenheit der Höhle untersucht. Wir hofften, mehr über diesen einzigartigen und mysteriösen wandernden Felsen herauszufinden, der zwischen verschiedenen Höhlen in der Umgebung hin und her reizt. Wo ist der junge Kolios verschwunden, Mallory? Er verschwand in der Höhle am Grunde des ausgetrockneten Sees am Nordpol. Es geschah unglaublich schnell und ohne jegliche Anzeichen. Ich habe mich von Kolios weggedreht, um eine Probe zu untersuchen, und als ich mich wieder umdrehte, war er einfach verschwunden. Er hat nur eine begrenzte Menge an Atemluft und wird bald verrecken. Wir werden mehr erfahren, wenn wir die Seegrundhöhle am Nordpol untersuchen, wo Kolios verschwand. Bitte beeilt euch mit der Suche, meine Freunde, wir dürfen keine Zeit vergeuden. Okay, also die reden anscheinend noch von irgendeiner anderen Höhle, die am Nordpol ist, und das ist, glaube ich, der rote Strahl. Da könnte mir vielleicht helfen, wenn ich dem Signal von dem Ding da nachgehe, von dem Stein. Die haben ja alle so ein Signal. Möglich, aber dann weißt du ja auch nur den Endpunkt, aber du musst ja halt die Höhlen irgendwie labyrinthmäßig langlaufen. Und hier soll ja ein ausgetrockneter See sein. Ja. Ist er das? Mo. Okay. Aber ist das einfach wieder nach oben? Zu voll jetzt oder was? Schon zu voll, wa? Aber du warst ja schon relativ schnell hier, also. Ja, gut. Vielleicht ist es nicht ganz unten oder so. Vielleicht ist es einfach irgendwo in der Höhlenwand. Ich weiß, wir sind da irgendwie dann über diesen Fluchtweg halt hingekommen. Da war der Eingang. Aber am Grund, haben die gesagt. Der Grund ist für mich ganz unten. Ja. Das heißt, ich muss hier wahrscheinlich in Windeseile hin, um noch den Eingang zu finden. Könnte man versuchen. Hier gerade rausgekommen? Ne. Jetzt bist du auf dem richtigen Weg, glaube ich auch. Weil irgendwie sah die Höhle, glaube ich, so aus. Aber die sind ja eh alle gleich aus. Das ist dann die Frage, von wo bin ich denn jetzt? Da ist wieder das Ding. Hier sind wir neu auf jeden Fall. Ja? Ja, weil das die Wanddinger sind nicht gelesen. Ich glaube, das hier ist die Seegrundhöhle. Aber habe ich mich nicht hier verletzt, das eine Mal? Ja. Wie gesagt, wir waren schon mal hier, aber es gibt ja noch mehr zu finden. Kolios ist verschollen. Das lese ich nicht alles nochmal. Ist eh wieder nur derselbe Text, mehr oder weniger. Ich habe... Nee, doch nicht die Seegrundhülle, aber... Nee, hier waren wir schon mal drin. Hier hatten wir die Diskussion, ob diese Stacheldinger sich teleportieren. Ja. Okay, wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Wo ist mein Raumschiff? Da unten. Ah. Gehen wir nochmal zum Raumschiff hin. Mhm. Ich finde, kommt mir zumindest so vor, zu Fuß macht das Spiel mehr Spaß als im Raumschiff. Würdest du das auch so sagen oder nicht? Ja, doch. Okay.
Also ich sag mal, das Raumschiff ist natürlich immer Mittel zum Zweck. Ja. Um wohin zu kommen und dann eben so auch zu erkunden. Ne? Mit dem Raumschiff erkunden ja. Ist ja jetzt nicht. Stimmt schon. Nur in Schwarzdorn ist das eigentlich so mit dem Raumschiff. Ja. So, dann würde ich sagen. Auf zum Eiskometen, der Eindringling. Da hinten ist er, ne? Ja, nice. Das ist die Frage, wie gut der Autopilot da ist. Hat einen, ja, müssen wir ja. Ich sag mal, wenn er mich da jetzt in die Nähe bringt, dann ist das schon okay. Und dann hieß es ja, in irgendeinem Spalt. Und der Spalt, der kann meiner Meinung nach ja eigentlich nur da vorne irgendeiner sein. Ja, habe ich glaube ich auch gedacht. Der fliegt direkt auf mich zu, ist das gefährlich? Möglich. Oder meinst du, mein Schiff kommt damit klar? Sehen wir gleich. Passt. Das Einzige, was halt nur kacke ist, dass es hier auf dem Ding kein Lagerfeuer gibt, womit wir Zeit skippen können. Das ist jetzt die Frage, wie wichtig ist mein Raumschiff? Ansonsten würde ich das hier hinten so ein bisschen zwischenparken. Ja. Damit es hier vielleicht irgendwie bleibt. Ja. Wieder Eisskaten. Nicht zu schnell werden. Die haben ja über irgendeinen Riss oder Krater oder irgendwas geredet. Ja, eine Spalte. Eine Spalte. Ich glaube, die war genau am Kopf, also jetzt geradeaus. Man hört es halt auch. Ja. Ich glaube genau hier, ja. Na, ach. Locker easy. Okay, und jetzt haben wir hier eine Art Höhle. Ah, guck mal. Geistermaterie. Big Danger. Okay, da kann ich nicht durch. Aber vielleicht kann ich irgendwas sehen, wenn ich das Ding da durchrutschen lasse. Gute Idee. Okay, auf jeden Fall ein abgefuckter Baum. Ja. Haben die mitgedacht. So, jetzt muss ich jetzt hier eine Höhle finden oder was? Erstmal lesen. Ja. Jetzt, wo wir unter der Oberfläche sind, empfange ich viel stärkere Energiesignale. Was es auch ist, es liegt irgendwo im Untergrund, näher am Zentrum des Kometen. Langsam glaube ich, dass es hier viel gefährlicher ist, als wir anfangs dachten. Nee. Clary, empfängst du uns? Ja, aber ihr seid sehr leise. Ich befürchte, die Kommunikationsverbindung wird ganz abbrechen, wenn ihr noch tiefer vordringt. Clary, halte weiter das Shuttle warm. Das hat sie nicht geschafft. Kehren sofort zurück, sobald die Quelle des Energiesignals identifiziert haben. Verstanden, aber seid bitte vorsichtig, alle beide. Okay, auch hier kann ich nicht durch. Da kann ich auch nicht durch. Der sieht gut aus. Sieht schon mal gut aus. Bringt mich auf jeden Fall irgendwo hin, wo ich nicht sterbe.
Und da sterbe ich. Das heißt, wir wissen, wir können nur das Ding hier nehmen. Hast du die Taschenlampe an? Ah, nice. Sliden wir da runter. Ah, warte mal. Das sah tödlich aus da unten. Vorsicht. Schieß noch mal da rein irgendwo. Da oben muss ich lang? Weiß ich nicht. Hier runter kann ich auf jeden Fall nicht. Da lang. Oh boah, sind das verzweigte Wege, wo du dich dann entscheiden musst. Links erstmal schießen. Ganz links lang gehen, keine Möglichkeit. Rechts, links. Jetzt ist es eh verwirrend, weil du bist ja eh durch die Geistermaterie schon geflogen. So, rechts. Und dann muss ich links. Links, ja. Dann würde ich sagen, wieder rechts. Wirklich? Was ist deine Idee? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier lang muss. Weil meine Sonne ist bestimmt vorhin hier oben irgendwo hingeflogen. Ja, rechts und dann links, wa? Ja, würde ich sagen. Und dann wieder rechts, wa? Glaube, aber du kannst ja vielleicht auch schießen, wenn du einfach nochmal bremst dann. Habe ich jetzt schon eine Auswahl irgendwie zu treffen hier vorne? Weiß ich nicht. Schieß einfach mal und guck. Das ist tot. Du musst da irgendwie langsliden an den Wänden dann, oder wie? Sieht gut aus. Okay. Ich glaube, du hast es geschafft, ja. Wer ist das? Ein Nomai. Dude. Und da unten soll ich hin, oder was? Ja. Und da war ja jetzt auch nichts im Weg. Hat er eher ein Lock hier irgendwo? Nee, ne? Nicht, dass wir das jetzt skippen. Ne. Nichts gesehen, also einfach nur hier runter. Ja. Schwerelos, jetzt bist du in der Mitte von dem Ding. Schiffslock aktualisiert schon mal, alles gut. Bist du bereit für Lore? Ja. Diese kugelförmige Steingebilde scheint die Quelle der Signale zu sein. Nein, vielmehr ist die Quelle darin verborgen. Ich kann hier irgendeine Art außergewöhnliche Materie ausmachen. Der Stein verändert unsere Messergebnisse. Sie sollten mindestens 10-mal höher sein als das, was wir empfangen. Pai, ich denke nicht, dass wir die Materie berühren sollten. Soweit ich das beurteilen kann, wäre direkter Kontakt damit tödlich. So einen Stein habe ich noch nie gesehen, aber es scheint unser einziger Schutz vor dem zu sein, was da drin lauert. Leider ist die Materie darin von uns von so unruhigend flüchtiger Natur. Pai, was auch immer die Materie im Inneren dieses Steingebildes ist, sie ist unglaublich instabil und befindet sich unter massivem Druck. Schau dir den Scan der Dichte an. Etwas so Kompaktes habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Das ist um vieles schlimmer, als ich zuerst dachte. Sollte der Stein zerbrechen, würde sich diese tödliche Materie in Windeseile ausbreiten und das ganze Sternsystem überziehen. Und der Druck wächst immer weiter an. Je näher der Komet diesem Sternsystem kommt. Was ist die Materie? Die Geistermaterie, oder was meinst du? Ja, davon reden die.
Kehre zum Shuttle zurück, sofort. Unsere Freunde müssen erfahren, in welchen furchtbaren Gefahren wir schweben. Lass deine Ausrüstung zurück und renn. Was machst du denn, Pi? Je mehr wir über diese fremdartige Materie wissen, desto bessere Überlebenschancen haben wir. Ich werde versuchen, hier so viel wie möglich darüber herauszufinden. Geh und warne die anderen. Vielleicht können sie irgendwie eine Zuflucht bauen. Los jetzt, Poke. Also von hier kommt die Geistermaterie. Ja, und er meinte, der Shit ist so kompakt, wenn das explodiert oder reißt oder was auch immer, das ganze Sternsystem würde mit Geistermaterie überzogen werden. Geht das deswegen alles den Bach runter? Korrekt. Deswegen sind die normal verreckt. Und deswegen haben sie diese Zeitschleife erfunden, um was dagegen machen zu können. Bevor das Ding sich in der Sonne aufgelöst hat und dadurch das Universum überzieht. Ist das hier die Möse, aus der ich gekommen bin gerade? Ja, ne? Was? Nichts. Okay. Aber ich komme jetzt hier auch gar nicht raus, oder was? Wirklich? Aber ich würde behaupten, du hast jetzt auch schon alles. Ich will das anfassen. Sieht wertvoll aus. Steckt dir, macht dir die Taschen voll. Es gibt dazu, glaube ich, noch irgendwie eine Information. Ich weiß aber nicht, ob wir die schon haben oder wo man die kriegt. Okay, wir können also auch nur über den Spalt wieder nach oben. Oder da war ja auch nichts mehr. Aber wie gesagt, du hast ja alles, also eigentlich könntest du dich auch einfach... Also, da muss ich nochmal kurz zusammenfassen. Könntest du ja am Schiffscomputer dann machen. Da hast du ja dann neue Informationen. Oder die nochmal aufbereitet. Progress. Geil, nach 2 Stunden. Dann gucken wir jetzt noch meinen Schiffscomputer. Ja, was? Das war's? Ja, eigentlich genau das, was wir haben. Okay. Also wir haben die Todesursache der Nomai rausgefunden. Welcher Nomai? Aller Nomai. Der Shit ist explodiert und das ganze Sonnensystem. Ach, und deswegen ist das auch hier auf diesem Planeten zum Beispiel noch übrig. Ja. Weil das vor so viel langer Zeit schon war. Ja. Und ich weiß, da ist noch, ich weiß, wie gesagt, nicht, ob wir die schon mal gefunden haben, die Info, oder wie auch immer. Aber Geistermaterie kann nicht durch Wasser. Und deswegen hat die Spezies überlebt. Weil die ja als Kaulquappen angefangen haben im Wasser. Okay. Kann gut sein, dass wir die Info vielleicht hatten, als wir da in diesem unterirdischen Unterwasserding hier auf dem Planeten waren. Okay. Das war alles vor langer, langer Zeit. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch, obwohl, ja. Ja, müsste eigentlich, weil die Kaulquappen, die müssen sich ja dann auch erstmal entwickelt haben. Das heißt, wir reden jetzt einfach mal über 1000 Jahre. Ja. Also ne, wahrscheinlich Millionen von Jahren oder was weiß ich. Ja. Aber ich sage mal, die Planeten, die sind ja auch nur 2 Kilometer groß. Ja, also, ja. Sagen wir einfach mal 1000 Jahre liegen dazwischen. Ja. Und dann ist ja die Frage, es gibt ja keine Nomai mehr. Die haben ja hier gelebt in diesem Sternensystem, ja. Sonnensystem. Dann hat der Planet gepupst, der Komet. Das heißt, das, was unten wie eine Blüte aufgegangen ist, diese Kristalle, die waren vielleicht mal komplett zu und genau. Die sind aufgegangen. Das hatte der Typ ja gefunden, dass da drin halt die Materie ist.
dieser Fels oder Stein oder wie das ist. Gut, hat das ganze Ding überzogen, alle ausgerottet, alles tot. Und dann irgendwann hat sich Leben gebildet, weil wir unter Wasser waren. Ja, und die Geistermaterie scheint halt langsam wegzugehen, weil sonst wäre die ja wirklich noch überall. Es gibt nur noch Reste so. Und jetzt ist das ja aber so, dieses Zeitschleifending, das ist ja auch nur bei Technik. Ja. Wir hatten die wieder in Gang gebracht. Und warum jetzt? Also ja, wegen dem Universum, weil das hochgeht und die wahrscheinlich eine Lösung irgendwie wollen oder was weiß ich. Aber wir hätten das jetzt in Gang gesetzt. Gibt's doch gar nicht mehr. Feldspat? Ach übrigens, ich habe alle Nomai-Technologie reaktiviert. Ich habe einfach den Anknopf gefunden. Oder vielleicht war die ja nicht kaputt, die Technologie. Vielleicht geht die ja einfach noch. Ich meine, da gibt ja auch die Landeplattform und alles. Aber meinst du, dass die damals schon Timer eingestellt haben? Gesagt haben, so in 2000 Jahren soll das Ding losgehen und dann immer da. Entweder das. Weil sie wussten, was passiert. Oder, ich meine, du bist ja an der Statue vorbeigelaufen und dann hat sie dich böse angeguckt und dann hat sie funktioniert. Also vielleicht Timer das heißt, oder. Das heißt, es gibt verschiedene Zeitschleifen. Ich bin jetzt in der gefangen oder was? Ich glaube, da wäre es einfach besser, wenn ich gar nichts zusage. Verschiedene Zeitschleifen? Hat Feldspaten eine andere Also ich will jetzt nicht Ja oder Nein sagen, ne? Das ist halt die Sache. Eisenhut? Aber wer ist Eisenhut? Ich keine weiß Ahnung. Nicht. Das ist der einzige Name, der mir noch eingefallen ist. Okay. Da kam die Seuche. Tot. 1000 Jahre später. 1000 Jahre später. Irgendwer hat einen Knopf hier drückt, wahrscheinlich. Oder Zeitschaltuhr aktiviert, dass sich jetzt Zeitschleife aktiviert. Hm. Weil es ist sehr komisch, dass es zu dem Zeitpunkt ist, wo alles hochgeht. Und da du sagst, es geht hoch, weil die Sonne einfach ihr Alter erreicht hat. Wäre möglich. Was mir komisch vorkommt, dass das so schnell auf einmal geht, aber. Ich habe das ja auch mit dem weißen und schwarzen Loch ein bisschen falsch interpretiert. Filmregisseur, Filmproduzent. Da brauche ich Klarheit. Wer hat den Knopf gedrückt? Warum Zeitschleife? Klar, ich verstehe. Ich habe meine jetzt begonnen, wo ich mit der Statue interagiert habe. Ja. Aber der Typ auf Wasserplanet in der Hängematte. Ja. Der hat ja auch eine Zeitschleife. Ja. Warum hat er dieselbe Zeitschleife wie ich? Oder hängt er in einer jahrzehntelangen Zeitschleife, weil er schon vor 10 Jahren? Das wäre möglich. Das heißt, er hat immer einen Dings von 10 Jahren. Und weil da halt der Ausschalter aktiviert wird durch die Sonne, geht er dann 10 Jahre zurück und ich nur einen Tag, weil ich vor einem Tag wissen. Ja. Wäre möglich, dass halt, ne, die unterschiedlich die Zeitschleife da reingesprungen sind, sag ich mal. Da habe ich ja tatsächlich auch eine Antwort drauf, die ich in meinem Sonnen-Let's Play rausgefunden habe dazu. Mhm. Ich bin direkt in meiner ersten Zeitschleife zu ihm geflogen, einfach nur mal um zu gucken, was er sagt. Und was hat er gesagt? Ja, moin, ich bin gerade heute in der Zeitschleife gefangen, genau wie du. So in der Art. Also ist er auch nur in diesem Tag gefangen, oder was? Aber da würde ich echt sagen, das kann man auslegen, wie man will. Also es wäre wahrscheinlich möglich, dass er wirklich schon 10.000 Jahre da verbracht hat. Aber die Schreiber haben sich eben gedacht, so, aber das wäre halt komisch gewesen, ne? Du gehst an dem ersten Tag so zu ihm, du redest mit ihm, du weißt vielleicht noch gar nicht, dass es eine Zeitschleife gibt. Und er sagt dir so, Digga, ich mach das hier schon seit 10.000 Jahren. Moin, willkommen in der Hölle. Würdest du das als Qual empfinden? Oder wäre das geil? Ha. Du meinst, diesen einen einzigen Tag immer wieder zu erleben? Ja. Oder in dem Fall 24 Minuten. Ich glaube, ja, sagen wir mal einen Tag. Ja. Vielleicht auch zwei. Ich weiß nicht, wie oft die Sonne hier auf und unter geht. Sagen wir mal einen Tag. Mhm. Anfangs ja. Dann wahrscheinlich, nachdem ich mich ein bisschen damit abgefunden habe, nicht. Und nach
Also erst 100 eine Qual und dann nicht und dann... Und wieder Qual. Ja, also ja, ich glaube, dass am Anfang wäre es schlimm für mich, dass sich alles wiederholt. Dann peile ich, ah, geil, Digga. Irgendwie gibt es einen Weg, dass ich Megan Fox jetzt heirate. Ja. Irgendwie schaffe ich es innerhalb von 24 Stunden ins Weiße Haus. Ja, so ist das. Ja, genau. Ja. So, und dann aber irgendwann mehr oder weniger alles gemacht und dann kommt die Einöde und... Ja, glaube ich auch ähnlich. Dann ist wieder Qual. Ja. Und das Ding ist, ich kann es ja auch nicht beenden. Ja. Weil dann wache ich einfach wieder auf. Ja. Ich glaube, bei mir wäre es so anfangs direkt, yo, Digga, geil, nice. Die Dinge, die ich jetzt alle mache, nice. Ja. Aber so nach... 3 bis 6 Monaten, da wird es dann wahrscheinlich kritisch. Ja. Und was dann so nach 10 Jahren ist, kann man unmöglich vorhersagen. Vielleicht ist man dann in so einem mentalen Modus, dass man einfach schon komplett abgeschaltet hat. Dass man da einfach nur noch so sitzt, so mit offenen oder geschlossenen Augen. Und ja, das muss krass sein, weil du kannst es ja auch wirklich nicht beenden. Ja. Und irgendwann hast du wirklich alles gemacht. Und dann vergehen nochmal 10.000 Jahre und irgendwann musst du bestimmt mental einfach abschalten. Ja. Sodass du einfach nur noch in so einem vegetativen Zustand da sitzt. Ja. Also vielleicht, weil du es willst, weil du dann, ne, du bist mental brainmäßig so drauf, dass du richtig gut Kontrolle hast, weil du hast ja schon alles gemacht, so dies, das, dann. Man sagt ja auch, man kann ja irgendwie sterben, wenn man drüber nachdenkt, irgendwie sowas in der Art, ne? Hattest du das nicht so mal, sogar mal gesagt? War das nicht irgendwie so? Das habe ich wahrscheinlich so nicht gesagt. Okay. Ich weiß, dass wenn dein Gehirn peilt, dass du Augen hast. Das war das mit der Blindheit, genau. Ja, ja. Dass dein Immunsystem quasi deine Augen bekämpft und man blind werden würde. Hm. Das habe ich gerade vorhin irgendwo auf Reddit oder so gelesen, dass das wohl auch mit dem Tod irgendwie möglich sein soll. Und da war irgendein Wort Psycho... Natalism oder irgendwie so, keine Ahnung. Und wie würde das ablaufen, wenn mir das wünsche? Keine Ahnung. Okay, abgefuckter Scheiß, der, jetzt muss ich aufpassen, was ich mir wünsche oder was. Aber was wir damit halt einfach nur sagen wollen, Zeitschleifen sind richtig geil. Anfangs. Und dann nicht mehr. Also, abgesehen von Zeitschleifen, aber ein unendliches Leben, immortal sein. Das kann auch zur Qual werden. Aber ich glaube, das ist weniger Qual. Ja, weil man halt Sachen erreichen kann. Du kannst halt die Welt wirklich erobern. Ja. Und nach 24 Stunden hast du sie halt immer noch. Ja. Und aber da hast du dann wiederum auch den Nachteil, du kannst halt keine negativen Sachen machen. Ja. In dem Sinne. Aber ich glaube, das ist weniger Qual. Also ich könnte mir vorstellen, dass es schwer ist, so immer wieder, ne, alle sterben zu sehen, so in der Art, ne, weil man wird ja nicht älter, aber alle anderen. Aber ich glaube, dass das auch irgendwann einen so abstumpft, dass man dann sagt, definitiv. Scheiß drauf, so, ne, ich genieße das jetzt mit denen und danach woanders hin. Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen. Die beste Kombination wäre natürlich Immortal, aber du kannst jederzeit den Ausknopf drücken. Ja. Das wäre wahrscheinlich das Beste. Ja, wenn es irgendwo eine Lücke gibt. Hm. Gut, alles klar. Haut rein. Jo, macht's jude. Gut. Bis zur nächsten Zeitschleife.